Okay, weiter geht's. Jetzt werden wir hier unsere app.py erstellen und dann hier unsere REST-API schreiben. Einfach hier cd größer app.py. Und hier jetzt wieder das Ganze löschen und jetzt hier erstmal unsere Libraries importieren. Und zwar from Flask import Flask und Request und from Flask REST X importieren wir noch die Resource-Klasse und die API-Klasse. Außerdem importieren wir auch hier from Flask SQL Alchemy import SQL Alchemy. Okay, jetzt wollen wir noch das, was wir hier in der models.py geschrieben haben, in unsere app.py importieren. Und da schreiben wir einfach from models import item, also die Item-Klasse und die Setup-Funktion. Okay, damit haben wir jetzt alles importiert, was wir für die API brauchen. Jetzt können wir ganz normal erstmal unsere App erstellen mit unserer Flask-Klasse. Einfach hier underscore underscore name, das ist eigentlich eher Boilerplate. Was wir hier noch brauchen, ist dann einen Secret Key. Den nennen wir einfach mal Test 123. Okay, nachdem wir jetzt hier unsere App-Instanz erstellt haben, können wir jetzt unsere Setup-Funktion auf diese App-Instanz ausführen. Und was wir hier noch brauchen, ist der Database Path. Und Postgres hat eine spezielle Schreibweise, wie wir auf diesen Database Path connecten können. Und zwar Database Path ist gleich PostgreSQL Doppelpunkt zweimal Backslash und dann den Nutzernamen, den wir in der Postgres-Installation definiert haben. Also in dem Fall TestUser. Dann Doppelpunkt und das Passwort. Außerdem dann ein Add und dann müssen wir schreiben, wo unsere Datenbank ist. Also in dem Fall auf Localhost, Doppelpunkt und dann den Port. Postgres ist auf Port 5432 und dann noch Slash und dann den Namen der Datenbank. Den Namen der Datenbank haben wir vorher Test genannt. Okay, also dieser Database Path sollte sich jetzt auf die richtige Datenbank connecten. Jetzt können wir im nächsten Schritt unsere API definieren. Und zwar einfach wieder mit der Instanz von der API-Klasse. Hier übergeben wir dann die App und sagen, Version ist gleich 1.0 und der Title ist Flask SQL Alchemy API. Okay, jetzt können wir im nächsten Schritt unseren ersten Endpoint erstellen. Und zwar machen wir hier mal den Post-Endpoint. Dafür erstellen wir, wie vorher auch, über den API.RouteDecorator einen Endpoint, slash addItem. Und erstellen hier wieder eine Klasse. Und zwar addItem. Diese erbt wieder von Resource. Und dann brauchen wir jetzt hier eine Funktion, die wir ja auch Post nennen, weil wir ja auch einen Post-Request machen. Was wir jetzt hier brauchen, ist den Item-Namen. Also den Namen ist gleich request.getJSON und dann hier Name und den Preis request.getJSON und den Namen, den Preis. Okay, diese beiden Variablen, Name und Price, können wir jetzt nutzen, um damit eine Instanz der Item-Klasse zu erstellen, also Name und Price. Das geht einfach so. New Item ist gleich Item. Und hier sehen wir auch direkt, wir brauchen hier einen Namen und den Preis. Name, Price. Damit haben wir jetzt das Ganze erstellt. Und jetzt können wir in dieser Instanz New Item auch die Methode Insert verwenden, dass uns jetzt hier das Objekt hinzufügt in die Session und gleichzeitig den Commit macht. Das heißt, so schreiben wir direkt in die Datenbank rein. Und das war es eigentlich schon mit dem ersten Post-Request. Okay, das können wir einfach mal ausprobieren, indem wir einfach mal hier unsere Python-App.py ausführen. Schauen erstmal, ob das Ganze funktioniert. Integer is not defined. Okay, ich glaube, das habe ich bei Models gar nicht importiert. Genau, hier habe ich nur Float importiert. Hier müssen wir noch den Integer holen. Integer. Jetzt nochmal probieren.
Okay, eine Sache wichtig noch vergessen, und zwar die App startet jetzt natürlich nicht. Wir müssen noch if name ist gleich main app.run. Also auch Boilerplate-Syntax, aber das müssen wir hier ganz unten in der app.py dann einfach schreiben. If name ist main, dann app.run. Können wir noch debug ist true eintragen. Damit sind wir jetzt im Debug-Mode. Und jetzt. Okay, nochmal einen kleinen Typo und zwar natürlich hier den Vergleich machen. Kein Assignment. Sorry, gerade ein bisschen brain dead. If name equals main natürlich. Jetzt läuft der Server. Okay, damit haben wir jetzt hier unsere API gestartet und wir können jetzt mal Postman öffnen und einfach mal versuchen, in die Datenbank zu schreiben. Hier, das ist noch von der anderen App, ist noch offen. Hier localhost, Port 5000, add item. Hier haben wir noch den Computer und den Preis. Wenn wir das jetzt hier hinzufügen, also auf Send drücken, dann kriegen wir jetzt hier einen Fehler. Und zwar Key Error Name. Okay. Ja, wir heißen hier natürlich noch Item und nicht Name. Hier brauchen wir Item. Jetzt kriegen wir keinen Fehler. Wir returnen hier in dem Fall nichts. Wir sollten hier auf jeden Fall noch einen Statuscode returnen. Das machen wir einfach nochmal direkt. Und zwar Return. Und zwar hier Return Message Item successfully added und mit dem Statuscode 201 für created. Und wenn wir jetzt nochmal Postman ausführen, dann sollten wir, genau, kriegen wir hier unsere Message zurück, 201 created. Also das passt schon mal. Jetzt müssen wir aber gucken, ist das Ganze auch in unserer Datenbank angekommen? Und dafür öffnen wir jetzt nochmal eine neue Kommandozeile und schreiben dann hier psql minus u, dann unseren User. Ganz wichtig, hier müssen wir noch die Datenbank angeben, weil sonst geht Postgres davon aus, dass unsere Datenbank genauso heißt wie unser Username. Also in dem Fall psql test user und die Datenbank hieß in dem Fall test. Dann unser Passwort. Wir sind jetzt hier in SQL Alchemy drin und können jetzt auf unsere Tabelle zugreifen. Der Tabellenname ist in dem Fall ja Items. Der einfachste Befehl, sich alles in dieser Tabelle anzeigen zu lassen, ist Select all from, dann hier den Tabellenname, Items, ganz wichtig, Semikolon, damit der Befehl auch ausgeführt wird. Und jetzt sehen wir hier, ja, in unsere Datenbank wurde jetzt hier der Computer reingeschrieben, Computer 1 und 2. Hier ist unsere ID, die wird einfach fortlaufend fortgeschrieben und Name und Preis passt. Also das funktioniert schon mal bestens. Aber wir sehen auch hier, wir haben hier den Computer doppelt. Das sollte eigentlich nicht passieren und deswegen, wir werden auf jeden Fall noch eine Funktion schreiben, um sowas zu verhindern. Jetzt werden wir erstmal aber den GET-Request in der API implementieren. Und zwar add api.route. Dann hier in dem Fall getItems. Wir wollen hier einfach mal alle Items zurückkriegen. Class getItems Resource und hier dann devget. Und jetzt müssen wir irgendwie an diese Daten wieder rankommen, die ja bereits in der Datenbank drinstehen. Und zwar, das können wir machen, indem wir von der Item-Klasse eine spezielle Methode verwenden. Und zwar item query. Und dann all. So kriegen wir alles, was wir in der Datenbank haben, zurück. Das assignen wir jetzt einer neuen Variable, und zwar einfach den Items. Und hier returnen wir dann, wenn das in Ordnung ist, alle Items. In dem Fall wollen wir das machen. Items. Und jetzt sehen wir auch gleich, warum wir die Funktion Format geschrieben haben. Wenn wir jetzt hier mal einen GET-Request auf diesen Endpoint machen, hier einfach GET-Items, could not get response. Der Server läuft nicht mehr. Jetzt läuft er wieder. Machen wir das Ganze nochmal.
Okay, wir kriegen ja gar keine Fehlermeldung. Ich glaube, ich sehe auch hier gerade beim Environment Production, das sollte hier eigentlich nicht stehen. Wir sollten hier im Debug-Mode eigentlich mehr Fehler sehen. Das ändern wir noch. Und zwar können wir das hier machen in der app.config. Und hier können wir dann einfach schreiben, also app.config. Und dann in dem Fall Testing ist true. Damit sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Ich glaube, dann können wir uns das auch sparen. Okay, probieren wir nochmal den GET-Request auf den Endpunkt zu machen. Okay, also hier ist irgendein Recursion-Problem. Ich probiere mal kurz, ob ich das hier printen kann. Items, print item. Hier kriege ich Item 1 und 2 zurück. Okay, also hier sieht man auch, das ist nicht die richtige Schreibweise. Vielleicht kann ich es auch gar nicht so zurückgeben. Ich glaube, ich probiere das einfach mal direkt zu formatieren. Und zwar machen wir es dann einfach mal so. Items ist gleich items.format. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Könnte sein, dass das hier schon einen Fehler behebt. Nein, leider nicht. Okay, nee, klar. Ich kann natürlich nicht die Liste formatieren, sondern ich muss hier jedes Element in der Liste formatieren. Es geht am besten mit einer List Comprehension. Einfach Item for Item in Items. Und jetzt einfach jedes Item hier formatieren. Punkt Format. Okay, damit kriegen wir jetzt formatierte Items zurück. Bin recht zuversichtlich, dass es jetzt funktioniert. Okay. Nochmal. Okay, wunderbar. Jetzt funktioniert das Ganze. Also deswegen haben wir auch hier diese Format-Funktion. Sonst können wir eben nur diese Klasse queryen, aber wir können hier nichts mehr returnen, weil wir einfach ein komplett anderes Datenformat haben. Deswegen ganz wichtig, so eine Format-Funktion zu implementieren. Die können wir dann in einer List Comprehension auch nutzen und das Ganze natürlich schön lesbar, aber natürlich auch wiedergebbar machen. So, jetzt haben wir hier in dem Video schon eine ganze Menge implementiert. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut und im nächsten Video machen wir dann das Update und das Delete und machen auch noch ein Error Handling in unsere Methoden.